Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Wir sind heute im MMA Spirit Gym und zu meiner Rechten habe ich keinen geringeren als Christian Eckerlin. Christian, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute meine Fragen zu beantworten. Es ist schon wirklich lange her, als du das letzte Mal im Käfig standest. Erst einmal, wie laufen die Vorbereitungen für deinen Kampf? Ja, schön, dass du hier bist auf jeden Fall. Die Vorbereitungen laufen wie immer sehr gut. Ich bin verletzungsfrei. Das ist das Wichtigste an der Vorbereitung und ja, ich freue mich auf den 3. Oktober, da kämpfe ich in Bochum bei FFC und ja, wie gesagt, ich bin topfit und bis dahin sind es nur noch 2 Wochen und die kriegen wir jetzt auch noch rum. Was ist das für ein Gefühl, nach 1,5 Jahren jetzt endlich wieder in den Käfig steigen zu dürfen? Die Vorfreude muss ja ziemlich groß sein. Ja, auf jeden Fall, kämpfen ist mein Leben, wie ich das immer sage. 1,5 Jahre ist jetzt nicht gerade so eine lange Zeit, ich bin nach 4 Jahren wieder zurück in den Käfig gekommen und ja, für mich ist es einfach nur Kopfsache, Ringrost oder so, das gibt's bei mir nicht, das hat es noch nie gegeben. Hat man ja gesehen in der Vergangenheit bei meinen Kämpfen. Ja, ich freue mich riesig auf den Kampf und ich hoffe, dass er spektakulär wird. Ich habe ja gesagt, dein letzter Kampf ist schon ein Weilchen her. Der letzte Kampf war auch der Kampf, wo du dir den Mittelgewichtstitel bei der GMC geholt hast. Danach solltest du diesen Titel ja eigentlich verteidigen gegen Dustin Stolzfuß, musstest dann aber leider 2 Wochen vor dem Kampf wegen einer Herzmuskelentzündung absagen. Wie groß war da damals die Enttäuschung bei dir? Ja, es ist ganz klar, wenn man Kampf absagt, es ist immer eine riesen Enttäuschung, aber die Gesundheit geht ganz klar vor. Und es war zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall möglich. Es wurde ja viel spekuliert, wie der Kampf nachgeholt. Aber man sieht, wo die Wege dann hingehen. Er geht in die UFC, alles Gute dafür. Und ja, mal schauen, vielleicht irgendwann, man weiß es nicht, vielleicht wird der Kampf nachgeholt, aber das ist alles Spekulation, deswegen ich konzentriere mich nur auf den 3. voll und ganz und bin mit vollem Fokus da drauf. War das dann bei dir so noch mal im Nachhinein, dass du dich noch mal so ein bisschen mehr geärgert hast, als du erfahren hast, dass er den Vertrag bei der UFC bekommen hat? Denn jetzt könnte man natürlich auch wieder spekulieren und sagen, wenn dieser Kampf damals stattgefunden hätte und du damals gewonnen hättest, könnte man ja dann wiederum sagen, könnte dieser Vertrag auch ganz schnell mal in deine Richtung reinflattern? Ja, das könnte natürlich alles passieren, aber wie gesagt, ich gehe schon immer meinen eigenen Weg. Ich gucke da nicht nach links oder rechts. Ich mache da mein eigenes Ding. Wie gesagt, Glückwunsch an Dustin, dass er es geschafft hat. Wie es gekommen wäre, das ist alles Spekulation. So ein Typ bin ich nicht. Ich wünsche den, er ist zwar Amerikaner, lebt aber in Deutschland. Und er wird dann irgendwo dann auch Deutschland repräsentieren und ich hoffe, dass er es gut macht. Dann kommen wir doch zu deinem bevorstehenden Kampf bei der FFC. Direkt auch schon um einen Titel. Das bedeutet, sprich, wenn du gewinnen solltest, wärst du dann quasi der Doppelchampion. Champion bei der GMC und Champion bei der FFC. Mit welchen Emotionen oder Gefühlen gehst du da dann in dieses Event rein? Ich gehe in den Kampf so, wie ich immer gehe. Ich weiß, dass ich mein Ding durchziehe, mein Spiel ihm aufdrängen werde. Und natürlich, was er mir gibt, das nehme ich gerne an. Aber in erster Linie werde ich mein Gameplan durchziehen. Ich gehe wie immer, also da sind keine gemischten Gefühle, sind nur schöne Gefühle. Der Stress geht ja schon hier im Training los, an den Sparringstagen. Und das ist dann für mich immer eine Belohnung, wenn ich dann da vor Zuschauern, leider nicht so viele Zuschauer, wie es sonst ist, sage ich mal. Und ich freue mich riesig darauf. Du hast ja schon gerade erwähnt, es werden, glaube ich, maximal 500 Leute wieder rein dürfen, wie das in allen Events jetzt heutzutage ist. Denkst du, es wird dann auch wieder eine ganz andere Atmosphäre sein? Du bist ja eigentlich schon eher gewohnt, dass die Hallen ein bisschen voller sind. Was für eine Einstellung oder was erwartest du dann von diesem Event? Natürlich ist es schade, so von der Stimmung her, dass es natürlich weniger Leute sind, aber am Ende ist es Kampf ist Kampf. Und ich habe ja so eine große Fanbase, die machen schon gut Stimmung und das wird dann in Bochum genauso sein. Ich denke, jeder Kämpfer weiß, das nimmt man schon mal, wenn da natürlich viele Leute sind, aber in erster Linie stehst du deinem Gegner gegenüber und das ist in dem Moment dann das Wichtigste. Findest du denn, dass diese aktuelle Zuschauersituation, die wir haben, dass maximal 500 Leute in die Hallen dürfen oder in einigen Ländern teilweise auch gar keine Zuschauer rein dürfen, denkst du denn, dass diese Zuschauersituation einige Kämpfer oder Kämpfe sogar in der Performance beeinflussen könnte? Also sprich zum Beispiel, dass der ein oder andere Kämpfer unter diesem Druck, dass viele Zuschauer auch mit sich bringen, vielleicht nicht so gut performen kann, wie er es im Gym tut oder vielleicht auch andersrum. Also denkst du im Allgemeinen, dass das Kämpfer beeinflussen könnte? Ja, 100%. Ich meine, der eine oder andere, der ist ja dann, wie soll ich sagen, mehr nervös, wenn mehr Leute da sind. Der andere vielleicht dann, wenn weniger Leute sind, ist er dann mehr nervös. Aber also ich gehe jetzt von mir persönlich aus, ich kann nur von mir ausgehen. Ich
mir ist es eigentlich gleich, ob 10.000 halten. Natürlich, 10.000 ist jetzt eine andere Hausnummer, ne? Aber wir reden jetzt hier bei GMC, wo ich gekämpft habe, waren glaube ich 3.000 oder so. Klar, das pusht mich natürlich, aber wie gesagt, am Ende stehe ich mit dem Gegner da drin und ich weiß, was ich abzurufen habe. Und es werden ja viele auch am TV mitverfolgen, was da passiert und das ist einfach drinne dann. Kommen wir dann zu deinem Gegner, Antonio Gordillo. 16 Kämpfe, 13 Siege, gar keine Finishes, also er wurde nie gefinisht, immer über die volle Distanz gegangen, wenn er verloren hat. Das ist auch laut Statistik, sieht das schon aus wie so ein schwerer Brocken. Wie gehst du daran? Mit was für einer Erwartung gehst du da an deinen Gegner ran? Oder was wird er im Käfig an diesem Tag abrufen können? Wie gesagt, ich sage das immer wieder, wenn ich mein Gameplan, mein Ding durchziehe, wenn ich so wirklich fit aus der Vorbereitung komme, ist es für mich, also ist nicht für mich, für den Gegner ist es dann sehr, sehr schwer, gegen mich dann die volle Distanz zu gehen. Und das, so arbeite ich auch drauf hin. Ich versuche natürlich immer vorzeitig die Kämpfe zu beenden, aber ich versuche auch natürlich in erster Linie, dass ich eine Unterhaltung schaffe für die Leute, die zugucken. Ist manchmal klappt das gut, aber manchmal geht es auch ganz schnell. Und wie gesagt, ich werde mein Ding da durchziehen und werde ein richtiges Feuerwerk abbrennen, das ist mal sicher. Der Gordillo hat auch, glaube ich, 8 K.O.-Siege. Also sprich, das ist schon durchaus ein Kämpfer, der auch mal gerne so einen Kampf im Stand entscheidet. Du bist ja auch oft nicht davon abgeneigt, im Stand zu kämpfen. Könnte das so ein klassisches Stand-Up-Duell werden zwischen euch beiden? Gut, in erster Linie hoffe ich, dass es ein Stand-Up-Fight wird, dass es spektakulär für die Zuschauer ist. Und alles andere ist für mich eine kleine Spekulation, was er macht oder so. Wie gesagt, ich werde mein Ding durchziehen und ich hoffe, dass ich alle meine Fans, meine Freunde, meine Familie beeindrucken kann und unterhalten kann in erster Linie. Solltest du dich dann gegen Gordillo durchsetzen? Hast du schon irgendwelche Pläne für dieses Jahr? Möchtest du weiterhin aktiv bleiben? Hast du vielleicht irgendwelche Wunschgegner? Ich sag mal so viel, in erster Linie geht natürlich nur um den dritten jetzt, da ist mein voller Fokus drauf, aber die Weichen nach dem Kampf sind schon gestellt, so viel kann ich dazu sagen und es wird auch vorerst mal sein, dass ich dann nicht mehr in Deutschland kämpfe. Ich werde international kämpfen, das ist sicher, wo die Reise hingeht, das kann ich erst dann an dem Abend verkünden, wenn ich dann den Gürtel hole. Sehr interessant, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich kann jetzt natürlich weiter drauf rumstochern, ich glaube, du wirst mir aber nicht viel verraten, oder? Wie gesagt, das ist alles, was ich sagen kann. Auf jeden Fall wird es international. Und leider, ich würde es dir gerne sagen, aber leider kann ich es noch nicht. Wir haben jetzt die Situation, dass auch immer mehr deutsche Kämpfer Verträge bei der UFC kriegen oder bei anderen großen Organisationen, sei es Bellator oder irgendwas anderem. Auch jetzt mittlerweile ein Kämpfer, der letztens gekämpft hat, vor 2 Wochen, war Otman Asaita, ein alter, guter Bekannter von dir. Der hat auch eine sehr tolle Performance abgeliefert. Hast du den Kampf angeguckt und was ist deine Meinung so zu dem Kampf? Ja, Otman ist schon seit Tag 1 ist er wie ein Bruder für mich, die ganze Familie. Ich habe ja seinen Weg von klein auf, sage ich mal, er ist ja nicht klein, aber von der MMA-Geschichte habe ich ja von Tag 1 miterlebt. Hat ja immer ein Feuerwerk abgebrannt, wenn er gekämpft hat, auf den Kampf zu kommen. Man muss ja den Kampf vorher nehmen, war ja auch eine Riesen-Performance. Der Knockout, jetzt nochmal ein Knockout, also ich bin da wirklich sehr, sehr überrascht. Also nicht überrascht, ich weiß schon, was Otman kann. Und, aber dass es so schnell geht, das ist schon ein riesen Respekt an ihn und wünsche ihm alles Gute da im weiteren Verlauf in der UFC. Und das wird er auf jeden Fall machen. Er hat sich auch mittlerweile in den Rankings relativ gut weit nach oben gearbeitet. Denkst du, da könnte er auch noch ein bisschen weiter oben angreifen bei der UFC? Ich denke, der Weg jetzt, wie er den macht, also das ist schon sehr beeindruckend. Ich denke, dass er auf jeden Fall noch die eine oder andere Stufe nehmen kann. Natürlich muss man dann sehen, wenn es in die Top 10, Top 5 geht, wie er sich dann schlägt. Aber wie gesagt, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, weil Otman ist ein Krieger, ist ein Warrior, ein Bulldozer wie sein, ja genau. Und ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Also wie auch bei Abo, das sind alles harte Jungs und die machen ihren Weg. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Ich denke, etwas, was häufig bei dir thematisiert wird, ist deine Fußballkarriere, deine Fußballvergangenheit. Ich denke, diese Fragen hast du schon genug gestellt bekommen. Dennoch muss ich das nochmal machen. Du warst relativ erfolgreich auch als Fußballer vor deiner MMA-Karriere. Hast du relativ weit oben in den Ligen gespielt. Ich weiß, das ist nicht dritte Liga, Regionalliga. Kannst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen zu deiner Fußballvergangenheit? Gut, ich habe in jungen Jahren, wie alle anderen, wir haben täglich draußen Fußball gespielt. Habe in Vereinen, seit ich denken kann, gespielt und bin damals dann zu Darmstadt 98 gewechselt in der A-Junioren-Bundesliga.
da habe ich mich durchgesetzt und dann ging es auch weiter zur ersten Mannschaft, damals dritte Liga unter Bruno Labbadia. Ja, und so hat sich der Weg, sage ich mal, geebnet, als Profi dann Fußballer zu werden. Ja, manchmal ist es im Leben so, es kommt nicht alles, wie man sich das wünscht. Ne? Und dann ging es. Es war eine Zeit lang gut, 3-4 Jahre, wie ich dann gespielt habe. Es war alles in Ordnung. Dann kam der Trainerwechsel. Und wie das manchmal ist, dann passt das nicht mehr. Dann ist man auch jung und hat einen Sturkopf. Das ist dann schwer gewesen, das so zu vereinbaren. Dann bin ich natürlich immer zum Boxen gegangen, weil ich das gebraucht habe einfach. Ne? Ein Freund von mir hat gesagt, Christian, geh zum Boxen, das ist gut für dich, dass du dann, ich sag mal, klarkommst, ne, mit dir selber. Und habe mich dann immer mehr dem Boxsport gewidmet. Und wie gesagt, dann so ein bisschen das Herz und die Lust am Fußball verloren. Und das habe ich dann auch so auf den Platz übertragen. Und dann war ich auch so ein bisschen raufbold, dann bin angeeckt und dann das passt im Mannschaftssport überhaupt nicht, weiß ja, wie es ist, ne? Und bin dann halt zum Boxen gewechselt. Ja, dann hat der Weg sich dann vom Boxen zu Daniel Weichel ergeben. Den kenne ich ja schon von klein auf. Er ist ja im selben Ort geboren, wo ich geboren bin. Und er hat gesagt, Christian, du musst unbedingt kommen. Und dann hat sich das, dann war das noch, ein halbes Jahr habe ich noch gespielt und habe gleichzeitig MMA trainiert. Aber ich saß dann auf der Bank und war nicht mehr mit dem Kopf dabei, also war wirklich, war zu Ende. Ja, die Liebe habe ich nie an dem Sport verloren. Ich spiele gerne Fußball, auch danach, wo ich eine lange Verletzungsserie hatte, habe ich ja dann nochmal so Regionalliga gespielt und habe es probiert. Aber man merkt, die Jungs werden immer schneller. Aber wie gesagt, das jetzt auszuschmücken, das wäre zu lange jetzt für das Thema. Ja. Aber die Liebe habe ich nie am Fußball verloren. Bin dann, wie gesagt, zu Daniel Weichel gegangen, habe dann nach einem Jahr meinen ersten Profikampf gemacht und Gott sei Dank hat der Weg sich so geebnet. Muss ich auch an Daniel vielen Dank sagen. Der stand immer hinter mir, Nils Schlegel und das ganze Team, aber die beiden ganz besonders, weil die von Tag 1 dabei waren. Und ja, so im Kleinen jetzt habe ich die Geschichte mal wiedergegeben, wie das so läuft. Du hast es ja schon mal in einem anderen Interview erzählt, dass diese Transition vom MMA, vom Fußball zum MMA ja gerade durch Daniel kam. Du hast auch mal so eine lustige Anekdote zu erzählen, das war, glaube ich, im Run-Fighting-Interview. Also sprich, dass er dich irgendwie auf der Straße in einer Klopperei erlebt hat und dich dann quasi dieses Angebot gemacht hat, komm doch zu uns ins Gym. War das dann genau so, oder? Das war tatsächlich so. Wir waren bei uns ist ein großes Volksfest und ja, da wie das in jungen Jahren ist, da passiert das ab und zu mal, dass man sich haut, ne? Und Genau. Und das war dann, da waren es auch gleich 3-4 Jungs. Und da habe ich mich wohl, in seinen Augen habe ich mich wohl gut geschlagen. Und da haben wir uns den nächsten Tag auf dem Fest gesehen, da war ich grün und blau. Und da hat er gesagt, Christian, du musst unbedingt kommen. Du hast was nicht jeder hat. Und so ist das dann, langsam ist das gekommen. Ja? So, ich wollte das jetzt nicht so sagen, weil das ist immer so eine Sache. Ja, das ist ein Assi, aber nee, das war wirklich so. Er hat gesagt, du musst kommen. Und dann, ja. Dann haben wir uns gehauen, ich und Daniel. Also im Guten, im Sport, im sportlichen Sinne. Ne? Hast du dich erstmal so direkt für das MMA Spirit Gym qualifiziert? Ja. Du hast doch gerade Boxen angesprochen. Ich habe gelesen, dass du eine respektable Amateurboxkarriere hinter dir hast. Also sprich, da waren schon einige Kämpfe mit dabei. Wieso war das für dich dann immer so, wieso hast du dich dann am Ende dann für MMA und nicht für Boxen entschieden? Du hättest auch locker Profi-Boxer werden können, oder? Ja, ich bin Saarlandmeister geworden und noch ein paar Kämpfe gemacht. Aber das war nicht so meine Erfüllung, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch alles. Da haben die Gegner und so, das Boxsport, muss ich ehrlich sagen, das war nie so mein Ding. Ich habe das gerne, ich komme aus dem Boxsport, so sagen wir es mal so, aber dieser MMA-Sport, wo wirklich alles zusammenkommt, das war immer mein Ding, wo ich den ersten Kampf gesehen habe. Ich weiß noch, damals war ich bei Daniel in der Halle. Ach, das ist ja auch ein Wahnsinn, wenn man das erzählt, ne? Da waren keine Duschen in der Halle, haben wir nach jedem Training, auch wenn es kalt war draußen, mit dem Eimer uns abgeduscht und so Sachen und und so langsam haben wir uns dann das MMA-Spirit aufgebaut. Aber nochmal zurückzukommen zum Boxsport. Wie gesagt, ich wollte immer das Ganze haben. Ne? Boxen alleine, das hat mich nicht so erfüllt, sage ich mal. Und so bin ich Gott sei Dank dann zu Daniel und habe dann das MMA richtig ausgelebt. Du hast ja sogar eins oder zwei Profi-Boxkämpfe bestritten. Wie war da so deine Erfahrung, dann mal professionell zu boxen? Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten ja auch damals das Interview vor dem Kampf
in Köln. Aber das war jetzt, muss ich ehrlich sagen, das war totaler Griff ins Leere, sag ich mal. Ne? Also werde ich auch nie wieder machen. Das ist Fakt. Ich werde nie wieder einen Profi-Boxkampf machen. Das ist für mich abgehakt. Was ich da erlebt habe, das habe ich in 10 Jahren MMA noch nie erlebt. Aber gut, lassen wir es dabei. Jeder hat den Kampf, also viele haben den Kampf gesehen und die wissen, von was ich rede. Okay, gehen wir da nicht weiter drauf ein. Christian, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Hattest du noch eine letzte Prognose für deinen Kampf gegen Antonio Gordillo? Ja, ich hoffe alle, dass ihr am 3. Oktober einschaltet. Live bei Run Fighting Pay-Per-View könnt ihr euch kaufen. Wir brauchen eure Unterstützung am Tag der Deutschen Einheit. Ja, meine Prognose für den Kampf, ich will immer, jeder, der mich kennt, ich will immer mein Bestes abrufen. Ich will eine Schlacht den Leuten liefern. Und das werde ich auch an dem 3. Oktober in Bochum bei FFC 100% so machen. Alles klar, das war Christian Eckerlin. Vielen Dank. Danke.